Shalom zusammen. Die Cheops-Pyramide gehört nicht nur zum UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch zu den sieben Weltwundern der Antike, die 4000 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt war und bis heute viele Menschen fasziniert. Weltweit stellen sich Forscher und Archäologen die Frage, wie man damals dieses gigantische Bauwerk errichten konnte. Auch in der Bibel heißt es im Buch des Propheten Jeremia in Kapitel 32, Vers 20: Du hast Zeichen und Wunder getan im Land Ägypten, die bis zu diesem Tag bekannt sind, und auch an Israel und an anderen Menschen, und du hast dir einen Namen gemacht, wie es heute der Fall ist. Könnte die Cheops-Pyramide zu diesen Zeichen und Wundern gehören, denn in der Tat wird ja bis zu diesem Tag die Cheops-Pyramide als Weltwunder bezeichnet. Ein weiterer erstaunlicher Hinweis auf die Cheops-Pyramide könnte sich im Buch des Propheten Jesaja befinden, denn in Kapitel 19 heißt es ab Vers 19: An jenem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten. Der Gedenkstein für den Herrn, der ein Zeichen und ein Zeugnis für den Herrn ist, soll sich also nahe an der Grenze Ägyptens befinden, wo sich, wie wir auf dieser Karte sehen, auch die Cheops-Pyramide von Gizeh befindet. Auch Alexander Bragine schrieb im Buch The Shadow of Atlantis auf Seite 232 folgendes: Die große Pyramide von Gizeh oder die Pyramide des Cheops wird manchmal die Bibel in Stein genannt. Es ist interessant festzustellen, dass Jesaja die Errichtung eines gottgeweihten Denkmals und Altars in Ägypten nahe seiner Grenze erwähnt, als Zeugnis seiner Herrlichkeit. Der jüdische Prophet, nämlich Jesaja, hatte wahrscheinlich die Cheops-Pyramide im Auge. Und in der Nähe der Cheops-Pyramide befindet sich außerdem die Sphinx, die aus vier Körperteilen besteht. Die Sphinx hat den Kopf eines Menschen, die Pranken eines Löwen, die Flanken eines Stieres und die Flügel eines Adlers. Und auch das kommt uns aus der Bibel bekannt vor, denn im Buch der Offenbarung heißt es in Kapitel 4 ab Vers 6: Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, volle Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und so wie die vielen Steine der Cheops-Pyramide, die Jahrtausende überdauert haben und bis heute erhalten geblieben sind, so besteht auch das Volk Gottes aus vielen Steinen, die zusammengefügt werden zu einem Tempel Gottes, der sogar die Ewigkeit überdauern wird. In Epheser Kapitel 2 heißt es ab Vers 19: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Für den Bau der Cheops-Pyramide waren viele Steine und Bauleute notwendig, doch wir lassen uns aufbauen durch Jesus Christus, der in Matthäus Kapitel 21, Vers 42 ebenfalls sagte: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Doch kommen wir von der Cheops-Pyramide, der Sphinx und dem geistigen Bauwerk des Volkes Gottes zurück in die Zukunft sozusagen und schauen wir mal, was in Jesaja Kapitel 19 außerdem über Ägypten und besonders die Ägypter in der Endzeit zu sagen ist. So heißt es in Kapitel 19 ab Vers 1: Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben. Denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker, und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Und genau dies wünsche ich mir nicht nur für die Ägypter, sondern für jeden Menschen, der auf der Suche nach der Wahrheit und dem ewigen Leben ist, denn nur bei Jesus Christus wirst du fündig werden und dein Hunger nach Wahrheit gesättigt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn
Die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht, der König Israels, der Herr der Herren, der Friedefürst und Richter der Welt, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.